Spielzeugkiste. Es ist ein wunderschöner Tag in Pontypenty und die Kinder sind im Freibad und genießen die Sonne und das kühle Nass. Mann, das ist voll ein toller Tag. Hier am Freibad von Pontypenty, das Wasser ist so schön klar und blau, wirklich toll zum Abkühlen. Oh ja, das stimmt, das ist echt eine tolle Idee gewesen. Aber wo ist eigentlich Norman? Bestimmt ist er zu Hause und findet das Wasser langweilig. Ist eh nicht schlimm, dass er nicht da ist. Er macht eh immer nur Quatsch. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ins Wasser und kühlen uns ein bisschen ab. Gute Idee. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Gesagt, getan. Die Kinder von Pontypenty springen in das kühle Nass und amüsieren sich in dem kühlen Freibad an diesem heißen Tag in Pontypenty. Während die Kinder von Pontypenty das Freibad genießen, kommt jemand, mit dem sie nicht mehr gerechnet haben. Norman Price kommt mit einer kleinen Überraschung, die aber nur für ihn wirklich lustig ist. Haha, ich habe hier diesen Schleim. Wenn ich den ins Wasser schütte, dann wird das ganze Wasser zu Schleim und das wird bestimmt voll cool. Haha, los geht der Spaß. Oh nein, was ist denn hier los? Ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Was ist denn mit dem Wasser passiert? Ich kann mich nicht bewegen. Hilfe, Norman. Oh nein, ich war gerade beim Rückenschwimmen und jetzt komme ich nicht vorwärts. Das ist ja wie Eis, nur warm. Norman Price ruft sofort Feuerwehrmann Sam. Oh oh, ich glaube, das war zu viel. Und da kommt ein Gast und will schwimmen. Tiger kommt zum Freibad. Miau, miau. Oh nein, Tiger ist auch hier drin. Während Norman Price Feuerwehrmann Sam angerufen hat, sind die Kinder immer noch im Freibad gefangen, zusammen mit der Katze Tiger. Sarah, ich komme, um dich zu retten. Gib mir deine Hand. Ich komme, Mandy. Tom, gib mir mehr Seil. Alles klar, Kumpel. Ich komme. James, gib mir deine Hand. Miau. Miau. Tiger, hab keine Angst. Ich komme schon. Tiger, komm, hilf mir ein bisschen. Wie konnte das denn eigentlich hier alles passieren? Ich könnte mir vorstellen, dass ich das war. Du, Norman Price, was hast du gemacht? Ich habe Glibby ins Freibad geschüttet. Auf so eine Idee kannst auch nur du kommen. Es tut mir leid. Norman Price, wer macht denn diese Sauerei wieder weg? Ich hab da so ein Pulver. Dann hoffen wir mal, dass das alles wieder weggeht und das schöne Wasser wiederkommt. Ich hab mich total erschreckt. Ja, mit Jäger hatte auch Angst. Ich will jetzt nach Hause. Ich bin voller Glibber. Genau. Okay, dann schütten wir mal das Gegenmittel in unser tolles Freibad. Nachdem Norman sein Versprechen eingelöst hat und den Schleim wieder zu klarem blauen Wasser gemacht hat, sind alle ganz glücklich. Nur Tiger hat an ihrem Schwanz noch ein bisschen von dem Schleim und alle in Pontypenty sind wieder glücklich an diesem wunderbaren sonnigen Tag. Ich habe da eine Idee. Vielleicht schmeißen wir Norman rein und machen nochmal dieses Glibberzeug da rein und dann weiß er, wie es so ist. Ha 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 ha